Der Start von Avengers Endgame ist gar nicht mehr allzu fern und Video um Video da draußen befasst sich mit mehr oder weniger plausiblen Theorien dazu, wie unsere Lieblingshelden den totalitären Titanen Thanos wohl besiegen können. Dabei ist es aber überraschend still um einen unserer Lieblingsschurken geworden. Die Rede dabei ist natürlich vom trickreichen Täuscher, vom charmanten Schurken, vom raffinierten Rabauken Loki Leufison, dem Gott der List und des Unfugs. Überraschung! Ich erkläre euch heute, wieso Loki mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch lebendig ist und das mit einer Erklärung, die eigentlich auch relativ simpel ist und die ich trotzdem so in noch keinem anderen Theorienvideo bisher gesehen oder gehört habe. Aber ich habe natürlich auch nicht alle Videos gesehen und gehört. Ich bin ganz Ohr. Dann legen wir also los. Mein Name ist Marc und ich freue mich, dass ihr dabei seid im Comicladen und zu einer neuen Ausgabe von Onscreen, dem Comic-Filmformat mit Format. Avengers Infinity War war für die Fans des halunkischen Halbgotts absolut schockierend, als Thanos unseren Lieblingstrickster kurzerhand packte und ihm das Genick brach. Seitdem gilt Thors Adoptivbruder als verblichen, dahingeschieden, kurz gesagt als tot. Aber wurde der schelmische Schurke wirklich endgültig ermordet oder gibt es eine Chance, dass wir Loki vielleicht sogar schon in Avengers Endgame wiedersehen? Dafür sprechen einige Punkte, von denen einer besonderes Gewicht hat. Bevor wir uns dieses Hauptargument dieses Videos ansehen, werfen wir vorher noch einen schnellen Blick auf die vielen kleinen Nebenindizien, die für das Wiederaufstehen des Halbgotts sprechen. Zum Beispiel geistern schon seit Monaten Setbilder von Avengers Endgame durchs Netz, auf denen Tom Hiddleston als Loki zu sehen ist, und zwar in einem Outfit, das optisch so aussieht wie das, das er während Avengers und seines Angriffs auf New York getragen hat. Natürlich könnten das theoretisch auch Rückblenden oder Erinnerungen sein, aber anhand der vielen Theorien zum Thema Zeitreisen und Parallelwelten halte ich das eher für unwahrscheinlich. Schließlich ist ja auch die Loki-Serie auf Disneys hauseigenem Streaming-Service Disney Plus rund um den trickreichen Halbgott geplant, in der auch Tom Hiddleston auftreten soll. Auch das muss natürlich kein Beweis sein, schließlich kann auch hier ein Rückblick auf Lokis bisheriges Leben möglich sein, bei dem Hiddleston nur als Erzähler fungiert, aber ein Indiz ist es doch. Und dann gibt es noch die Theorie, dass es gar nicht Bruce Banner war, den wir im Infinity War gesehen haben und der deshalb auch nicht zum Hulk werden konnte, weil es ein als Banner getarnter Loki war, aber die Theorie hat wirklich noch mehr Löcher als diese kackhässliche Pseudo-Hipster-Hose hier. Wenn ihr lieber stylische Klamotten tragen wollt, so wie zum Beispiel dieses unbestreitbar sehr coole Groot-T-Shirt, dann darf ich euch an dieser Stelle unverbindlich den Close-Up-Shop empfehlen. Link zu Shop und T-Shirt habe ich euch unten in der Beschreibung verlinkt. Aber jetzt lasst uns über die Theorie reden, um die es in diesem Video geht und die meiner Ansicht nach fast schon zweifelsfrei beweist, dass sich Loki nach wie vor bester Gesundheit erfreut. Betrachten wir doch die Anfangsszene von Infinity War, in der er angeblich ums Leben kommt, etwas genauer. Thanos hat also Thor dank des Steins der Macht bereits bezwungen und droht diesen zu töten, wenn Loki den Tesseract, also den Space Stone, nicht rausrückt. Daraufhin holt Loki diesen von einem unsichtbaren Ort hervor, was übrigens auch schon ein Hinweis auf die Fähigkeiten von Loki ist. Es gibt sonst nämlich nur noch einen Charakter im MCU, der diesen Trick auch drauf hat, aber erstmal weiter im Text. Zunächst schindet Loki also nun etwas Zeit und versucht Thanos durch den Hulk erledigen zu lassen, was in die Hose geht, ihm aber ein winziges Zeitfenster gibt, um erst Thor aus der Bahn des Hulk zu werfen und dann den Raumstein zu verwenden, dazu aber gleich mehr. Nach dem kurzen Kampf taucht Loki wieder auf, allerdings von einer ganz anderen Stelle, als er vor dem Kampf zu sehen war, und das auch noch mit einem recht interessanten Geräusch dazu, hört mal hin. If I might interject. Habt ihr es gehört? Ich mach's nochmal. Interject. Und danach wird es richtig schräg. Und dabei geht es nicht nur um die Worte Lokis an Thor, als er auf Thanos zugeht, obwohl die auch wichtig sind. Er nennt sich nämlich Loki, Prinz von Asgard. Und das, obwohl er Thanos gegenüber noch direkt vor dem Angriff des Hulk sagte, I'm not Asgardian. Und nennt sich außerdem auch Odinson. Eine eindeutige Nachricht an Thor, ihm zu vertrauen, ehe er Thanos vermeintlich die Treue schwört und dabei schon sein Messer in der linken Hand erscheinen lässt. Natürlich kann es theoretisch sein, dass Loki das Messer nur deshalb in der linken Hand hat, weil auf der rechten Seite Thanos Black Order steht und die das dann gesehen hätte, okay. Aber viele Stimmen im Netz sagen auch, dass Loki üblicherweise Rechtshänder ist, und das stimmt. Das geht aus den bisherigen Filmen relativ eindeutig hervor.
Er greift eigentlich nur dann mit der linken Hand an, wenn er eine Illusion von sich erzeugt hat, die den Angriff ausführt. Also eine Spiegelversion von sich selber. Und die ist dann eben nicht rechts, sondern linkshändig. Ich denke auch, dass das zutrifft, aber das ist noch nicht alles. Passt auf, es gibt noch mehr. Denn nicht nur die Worte von Loki sind auffällig oder sein plötzliches Auftauchen von einer ganz anderen Position oder das Messer in der linken Hand. Wirklich auffällig ist die ganze Szene. Loki kennt Thanos und dessen Macht und er ist der Gott der List und der Täuschung. Zwar ist er durchaus auch ein fähiger Kämpfer, der aber sonst nur angreift, wenn er sich selbst im Vorteil wähnt. Er ist also der Einzige, der Thanos und dessen Macht bereits gut kennt und trotzdem greift er ein unheimlich mächtiges Wesen, das bereits einen Infinity Stone besitzt, mit einem kleinen Messer an? Es wäre extrem out of character für Loki, so einen sinnlosen Angriff auf Thanos überhaupt zu starten. Das würde der gerissene Taktiker nur dann tun, wenn er sich selbst in Sicherheit wüsste. Und ich denke, genau das ist auch der Fall. Wer mein Video zu den Infinity Stones im MCU gesehen hat, der weiß nämlich, wozu der Raumstein fähig ist. Der Raumstein gibt nicht nur eine hochpotente Energie ab und erlaubt dem Träger, in Echtzeit durch das gesamte Universum zu teleportieren. Der Raumstein erlaubt dem Träger auch, sich an mehreren Orten gleichzeitig aufzuhalten. Und das ist, wie ich denke, der wahre Beweis dafür, dass Loki Leufison noch lebt. Loki ist nicht nur ein fähiger Kämpfer, sondern auch ein Zauberer, für den Illusionen und Verwandlungen zum Daily Business gehören, der noch dazu reichlich Erfahrung mit dem Raumstein hat. Das wird auch dadurch deutlich gemacht, dass er offensichtlich ähnliche Zauber wie Doctor Strange verwendet. Natürlich weiß Loki um die Kräfte des Raumsteins und benutzt sie auch. Loki befindet sich also gar nicht oder nicht ausschließlich auf dem Schiff der Asen. Dort ist nur eine seiner mehrfachen Präsenzen, eine Illusion, die nach dem vergeblichen Angriff auf Thanos umkommt. Und dann kommen wir dazu, was ich vorhin gesagt habe. Der Angriff des Hulk gibt Loki nun als nächstes das winzige Zeitfenster, um den Raumstein zu verwenden und sein wahres Selbst auf die Erde zu teleportieren. Deswegen fällt auch der Raumstein zu Boden. Loki verschwindet. Den Stein lässt er, wenn auch sicher ungern, zurück, da er weiß, dass Thanos ihn sonst auf jeden Fall weiterhin verfolgen würde. Danach lässt er eine Illusion von sich erscheinen, die Thor noch einmal mit schweren Worten darauf hinweist, ihm zu vertrauen und dann Thanos angreift und scheinbar ums Leben kommt. Somit kann Loki von jetzt an im Sicheren operieren, da er von Thanos und den meisten anderen für tot gehalten wird. Ein Plan, der beinahe ebenso klug ist wie das Timing von Doctor Strange während des Kampfes auf dem Titan und in seiner Raffinesse eines Loki wahrhaft würdig. Loki ist ein Trickster, ein Täuscher und kein Held, der sein Leben opfert im Versuch, den Antagonisten zu stoppen. Würde es sich bei dem Angriff auf den Titanen um den echten Loki handeln, wäre diesem wohl auch klar, dass, selbst wenn er Erfolg hätte, immer noch Thanos Black Order da wäre und die würde ihn wohl umbringen für seine Tat. So dumm ist Loki meiner Meinung nach auf überhaupt gar keinen Fall. Es handelt sich daher nicht um den echten Loki, denn der sitzt dank des Raumsteins sicher auf der Erde. Und ich glaube, dass Loki, dieser charmant dreiste Prinz der Lügen, das Thanos sogar noch wissen lässt. Diesen Satz könnte man auch so interpretieren, dass Loki den Titanen im Moment seines Triumphs noch wissen lässt, dass Thanos selbst mit all seiner Macht noch immer zu überlisten ist, noch immer schwache Stellen und Blindspots hat, die schlaue Trickster wie Loki ausnutzen können. Mit dem Wissen, dass der Raumstein die Fähigkeit verleiht, sich an mehreren Orten gleichzeitig aufzuhalten und dem Wissen rund um die linkshändigen Illusionen von Loki, wird es meiner Meinung nach nicht nur zur Theorie, sondern fast schon zur Gewissheit, dass Loki noch lebt und sich auf der Erde bester Gesundheit erfreut. Ob er sich da nur versteckt oder eigene Pläne hat oder nur auf seinen Bruder wartet, um den dann gegen Thanos zu helfen, das werden wir wohl erst in Endgame erfahren. Lasst mich aber auf jeden Fall wissen, was ihr von der Theorie haltet, schreibt es mir in die Kommentare und lasst mich auch wissen, wenn ihr was ganz anderes vermutet. Wenn ihr Bock auf noch mehr abgefahrene Theorien rund um Avengers Endgame habt, dann schaut auf jeden Fall auch in meinem Podcast vorbei. Da ist gerade seit gestern eine neue Folge online, in der es genau darum geht. Außerdem haben wir auch schon Podcasts online zur Suicide Squad sowie zum Marvel Super Event House of M. Schaut also auf jeden Fall rein. Lasst mir einen Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat und mit einem Abo könnt ihr sicherstellen, keine weiteren abgefahrenen Ideen zu Comicfilmen und Comics mehr zu verpassen. Mein Name ist Marc, ich sag danke fürs Einschalten, passt auf euch auf und auf Wiedersehen.